ob er bei der Preisverleihung vielleicht auch geweint hat. Komm, saulustige Wortwitz. Wir haben es versprochen und jetzt ist es soweit. Ihr habt sie vorgeschlagen und die Mädels der Redaktion haben noch weitere ausgewählt. Diesen männlichen Instagrammern solltet ihr, neben mir natürlich, unbedingt folgen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und deswegen starten wir jetzt. Beginnen wir die Sendung mit diesem aufstrebenden Star, Niels Visser. Er gehört zu der Generation der jungen Insta-Models, neben Typen wie Lucky Blue Smith, mit dem er übrigens sehr gut befreundet ist. Neben den obligatorischen oben ohne Fotos postet Niels aber auch regelmäßig Bilder von Freunden oder Familie. Seinem Charisma scheinen viele Ladies zu erliegen und so wundert es niemanden, dass der junge Amerikaner regelmäßig mit sexy Mädels posiert. Die hier solltet ihr übrigens kennen. Es ist Charlotte D'Alessio aus unserer Sendung um die Top 5 der heißesten Insta-Models. Kommen wir zum nächsten Kandidaten in unserer Liste, Cameron Dallas. Er begann seine Karriere vor 3 Jahren auf Vine und zwar mit Pranks. Mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten Vinern weltweit und seine Followerzahl auf Instagram kann sich auch sehen lassen. 2014 gab Awesomeness TV in den USA bekannt, dass der Film Expelled mit Cameron produziert wird und nicht nur das. Auch letztes Jahr bei den Teen Choice Awards gewann er 2 Preise und zwar in den Kategorien Male Webster und Favorite Winer. Er hat also schon einiges erreicht in seinem Leben und das gerade mal mit 22 Jahren. Ob er bei der Preisverleihung dann auch geweint hat? Wie groß Camerons Einfluss ist, konnte man Anfang des Jahres auf der Fashion Week in Mailand sehr gut sehen. Als er auf Einladung des Labels Calvin Klein einflog, sorgte er vor dem Hotel für Ausnahmezustände. Es kamen so viele Leute, dass die Polizei schließlich Barrikaden aufstellen musste und seine Fans folgten ihm wirklich überall hin. Sogar geladene Gäste wie Kanye West gingen gnadenlos unter. Krass, oder? Auf unserem Platz 3 ist der 21-jährige Hamburger Tony Mahfood gelandet. Das erste Mal heiß diskutiert wurde er 2013, als ein Facebook-Foto von ihm und Germany's Next Top Gewinnerin Lovelyn auftauchte. Die Gerüchteküche fing richtig an zu brodeln, denn Lovelyn trennte sich damals erst kürzlich von ihrem Ex-Freund Eddie. Durch das Modeln für Marken wie zum Beispiel Tommy Hilfiger reist er durch die ganze Welt. Aber das ist nicht sein einziges Standbein. Er ist nebenbei auch noch Fotograf und hat ein äußerst großes Talent für die Kunst. Ziemlich beeindruckend, oder? Platz 2 geht an diesen durchtrainierten Typen. Time Turn. Ja, okay, natürlich nicht. Aber ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Und jetzt aber mal ehrlich, Platz 2 geht an Nick Bateman, Baujahr 86 und nebenbei Model für Modemarken wie Calvin Klein, Schauspieler, ach ja, und ein Dream Buddy, von dem träumen die Frauen. Allerdings gehört der gebürtige Kanadier nicht zu den Leuten, die einfach nur oben ohne Bilder posten oder schön aussehen. Nick begann im Alter von 4 Jahren mit dem Karate-Training und gewann schon mehrere Meistertitel. Nach der Uni eröffnete er dann eine eigene Karate-Schule, die er sogar 3 Jahre lang betrieb, bis er sich komplett dem Schauspielern und Modeln widmete. Mit solchen Videos auf Instagram zeigt Nick, dass er sportlich immer noch extrem drauf hat. Zugegebenermaßen sieht nicht schlecht aus, aber ich kenne das bestimmt besser. Nicht. Um Platz 1 geht an Jay Alvarez. Er lebt das Leben, von dem viele träumen. Er ist Sunnyboy, Lebenskünstler, Extremsportler, Model und er weiß, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ob beim Skydiving, Skaten, Surfen oder einfach entspannt am Strand. Alles sieht echt perfekt aus. Aber Mädels, schlechte Nachrichten. Begleitet wird der in Hawaii geborene Lockenkopf nämlich von Alexis Ren, seiner Supermodel-Freundin, mit der er seit 2 Jahren zusammen ist. Man mag neidisch auf ihn sein oder auch nicht. Fest steht aber, so viele schöne Bilder geballt auf einem Account findet man fast nirgendwo. Und hey, welches Mädel würde sich nicht freuen, wenn dieser Typ vor allem an der Tür steht und einfach mal klingelt? Bleibt nur die Frage, ob es sich um eine perfekte Vermarktungsmaschine handelt oder einen Lebenskünstler, der echt seinen Weg gefunden hat. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Das waren unsere Top 5 der heißesten Instagrammer und wir wissen, es gibt noch etliche mehr. Wenn wir irgendjemanden vergessen haben, euch jemand einfällt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert ATV, schaut bei mir auf dem Kanal vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.